Hallöchen. Herzlich willkommen zurück bei The Infected. Mittlerweile bin ich hier auch ein bisschen am Herd, ein bisschen bewandert. Letzte Vorbereitung für unseren Ausflug. Ich bin soweit leer. Ich habe knapp 30 Falle dabei. Der Bogen taugt noch was. Wir machen uns mal los. Und zwar die letzten Camps abgrasen. Ne? Ach, Mann. Escape aus der Karte wäre ein Traum. So. Oh. Ja, ist gut, ich habe genug zu essen. Scharf. Mach dir keine Gedanken. Wir müssen so hier so. Uns mal durch die Wildnis schlagen. Es ist relativ warm. Ich hoffe, meine Klamotten stören mich jetzt nicht. Mitten im Sommer, 11 Uhr, mitten am Tag. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu warm. Bevor ich jetzt zu weit loslaufe, mache ich nochmal eine kleine Speicherung, Leute. Sicher ist sicher. Gut, stürzen wir uns mal rein. Mal gucken, was wir schaffen. Ich denke, alle drei wird ein bisschen viel sein. Aber wenn ich schon mal den Ölsauger bekommen könnte, als nächstes Ziel, wo wir uns darauf hinfahren können, wäre das, glaube ich, schon mal ziemlich cool. Mach mal deine Anzeige an, bitte. Ja, bleib ruhig. Ich will gerade nichts von dir. Ja, das ist mal eine ganze Ecke. Wir gehen mal hier. Ja, die Richtung passt eigentlich. Wir fangen erstmal unten bei dem Lager an. Und dann vielleicht das ganz hinten noch, wenn es passen sollte. Ich will es mal hoffen. Echter Marsch. Wir sehen uns, wenn wir ein Stück näher dran sind. Ne? Ihr kennt es. Außer es passiert irgendwas Wildes. Also... Gleich. Ja, schon wieder Regen. Ein Fuchs, ein Wolf. Ganz schön was los hier auf dem Weg. Sollten wir vielleicht mal wegmachen. Hat ja schon mal so weit hingehauen. Wo auch immer der Fuchs jetzt ist. Soll er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wir sind jetzt, naja, ein Stückchen links musste noch. Ja, gar nicht mehr so weit weg. Dann machen wir das letzte Stück des Weges nochmal zusammen. Mal schauen, was hier noch so vorkommt. Und uns über den Weg läuft. Vielleicht gibt es auch wieder einen kleinen Trupp Wembys vorm Lager. Manchmal habe ich ja das Pech. Ansonsten, ja, hoffentlich kriegen wir jetzt nochmal eine vernünftige Technologie. Drei Stück fehlen noch. Ölsauger, Chemiebank und eine Lampe. Ne? Ich könnte ja fast wetten, als erstes kriege ich die Lampe. Auch schön. Aber nicht das Dringendste, was ich jetzt gerne hätte. Wir werden sehen. Es gibt noch so viel an der Base zu basteln. Wir haben noch nicht die Geschichten mit dem Clay ausprobiert. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern, dass wir unsere Wände mal verstärken können. Auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus? Eine Melone kannst du dir auf jeden Fall mal gönnen. Und vielleicht auch schon mal ein Stumix. Ja, dann bist du da erstmal wieder ziemlich gut in Schuss. So. Jetzt mal stürmen, die Bude. Hoffe ich zumindest. Oh, hier ist der Fuchs. Der Fuchswald. Lass mich in Ruhe. Kleines Mistvieh. Sind wir schon da oben? Naja, hier oben muss das sein. Alter, verrotteter Baumstamm. Oh. Hier unten, jetzt stehen wir aber schon vor den Toren. Jo, da sehe ich doch was. Sehr gut. Ah, weiter geht's. Technologie. Gucken, wer hier so alles Wache schiebt. Wir sind wieder auf der falschen Seite angelaufen. Ne? Wo geht's denn rein? Probier's mal hier drüben.
Ja, ist doch der Erste. Du Scheiße. So, einmal. Gib mir deinen Kran. Nochmal zwei Verbände eingepackt. Oh, da ist noch einer. Was macht denn er für einen Gang drauf? Auf weg. Ich glaube, wir sind am Eingang, ne? Sehr gut. Lass mal gleich da rein. Gucken, ob noch wer drin rumschleicht. Erstmal nicht. Gleich wieder rechts. Nö. Diesmal nicht, wie es aussieht. Sehe kein Buch. Na dann. Schleicht er hier durchs Zelt, der Klappstuhl. Vorsichtig um die Ecke gucken. Keiner mehr da, aber... Leute, habe ich es euch nicht gesagt? Die Lampe. War ja sowas von klar. Naja, gut. Der typische Ausgangszombie, der immer direkt hier am Zelt steht, ist heute auch nicht da. Naja, ist ja auch mal was wert. Hier draußen hast du auch Ruhe. Lass mal kurz gucken. Wir müssen, ja, ungefähr die Richtung passt schon. Ein Stückchen rechts, gleich ins nächste. Weil wir jetzt stolzer Besitzer eines Lampenbauplans sind. Jetzt auch hier nichts mehr anhaben. Nichts mehr was anhaben, so. Ja, dafür sind wir gut durchgekommen. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir alle drei packen. Bevor wir hier in die Nacht kommen. So ein Tag haben wir überhaupt. Tag 20. Ausnahmsweise bin ich mal losgerannt. Wenn nicht gleich die Schwarmnacht als nächstes ansteht. Obwohl, naja, selbst wenn. Kommen die eigentlich direkt immer zu mir oder kommen die zur Base? Gut, dass die Bären nicht so einen riesen Aggro-Range haben. Aber selbst wenn so ein Schwarm hier in freier Umgebung, könnte man vielleicht auch hinkriegen, ne? Wenn es jetzt nicht mehr als 5 werden. Kann man das schaffen? Ohne direkt drauf zu gehen. Ist jetzt nicht so mega. Ist jetzt nicht so mega schwer. Flugi. Du bist schon wieder die halbe Strecke in die falsche Richtung gerannt. Aber dafür hast du eine Wassermelone gefunden. Manchmal hat es auch Vorteile, wenn man überhaupt keine Orientierung hat. Kannst du dir gleich mal gönnen, dass du bist und brauchst Vitamine. Perfekt. So. Da vorne wäre noch eine Gurke. Willst du mal wieder eine Gurke mitnehmen? Bewacht vom Todesfuchs. In meine Gurke. Scheiße, ey, der ist aber auch. Der ist aber auch schnell. Nein! Der tötet mich. Du triffst das Biest nicht. Mann! Hast mal 10 Pfeile hier in der Gegend rumgeschossen? Verletzung geht, ne? Die Rüstung scheint echt ein bisschen was zu bringen. Oh nein. Find mal deine Pfeile jetzt wieder. Da ist einer. Bestimmt 3 Stück hier durch die Gegend geballert.
Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr. Ah, hier ist nochmal einer. Da ist die Gurke. Das geht ja noch. Der Vogel wäre mir erstmal wurscht. Aber einen anderen Pfeil. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr genau, in welche Richtung ich hier geflüchtet bin. Sehe ich hier, glaube ich, erstmal nicht. Ja, komm. Lass aufbrechen. Das hinten, das Camp, müssen wir auf jeden Fall noch machen. Füchse. Endboss. So, machen wir den Weg doch mal ein bisschen zusammen hier. Haben es ja auch gleich schon geschafft. Was sagt denn die Uhr? 4 Uhr nachmittags, ey. Da musst du aber einen schlanken Schuh machen. Musst du dir auch noch im Dunkel durch den Wald. Oh. Das ist aber ein Riesengebäude da. Was ist das denn? Das Camp, was am weitesten weg ist tatsächlich. Ist das auch am besten bewacht? Ich würde mal schätzen, es geht auf der Seite hier rein. Kannst du dir gleich noch schnell die Gurke mitnehmen? So, Nummer 1. Da hinten, er schleicht wieder im... Tatsächlich im Zombie-Modus hier durch die Gegend. Kann ich die von hinten auch so, wenn die da jetzt... Sehr freundlich. Oh, scheiße. Der war sehr weit rechts. Mein Pfeil, du Stück. Ah. So. Ach, da hinten. Ja gut, ich mache erst mal weg schnell. Da muss ich mal die ganzen Pfeile aus ihm hier wieder rauspulen. Den habe ich nicht so gut erwischt. Den Burschen. So, nächstes Camp. Mal schauen hier. Doch, in so einem Gebäude war es auch schon mal, ne? Das war ziemlich aufgeräumt. Ganz am Anfang, im ersten Camp, glaube ich. Lass mal hier schauen. Hier ist aber nichts drin. Zumindest kein Buch. Wollen wir doch mal sehen. Drück die Daumen, dass der Ölsauger ist. Das würde mir am besten gefallen. Hab's schon gesehen, da steht's. Nein, scheiße. Natürlich. Wie in der Hosentasche, ey. Das, was du brauchst, ist immer in der letzten. Okay, das haben wir ausgeräumt. Ich würde es riskieren, ne? Ihr kennt's. Manchmal werde ich auch ein bisschen gierig. Aber es liegt ja fast schon auf dem Rückweg. Dann lassen wir hier lang bürsten. Und wir nehmen garantiert den Ölsauger im letzten Camp mit. Weißt du wenigstens, was auf uns wartet. Wie war denn das jetzt bei euch? Gab es da eigentlich eine Info, wie oder wo die verteilt sind? Sind die immer fix, die Dinger? Dann wisst ihr ja jetzt zumindest schon mal, wo hier was zu finden wäre. Von den Tech-Bauplänen. Hier über den Berg musst du erstmal rüberkrabbeln. Oh, keine Ausdauer mehr.
Aber ich gehe doch mal stark davon aus, dass es zufällig verteilt ist, ne? Aber Pech gehabt, dass der Ölsauger tatsächlich als letztes kommt. Naja. Und dann heißt es natürlich erstmal. Reh. Ressourcen ranschaffen, ne? Huiuiui, da werde ich mal die eine oder andere Minute investieren, um vielleicht auch ein bisschen was vorzuarbeiten, weil wir brauchen jetzt, wir können alles bauen, brauchen richtig viele Ressourcen. Da ist nochmal Mais. Ja, wir haben eine größere Tasche, ne? Kriegst du da alles noch mit. So. Ja, die Richtung passt. Laufen wir hier weiter. In einem schönen kleinen See lang. Hier kann man auch mal schick wohnen an sich. Aber auch ein bisschen weit ab vom Schuss, ne? No! Alter! Wow! Aua! Hat der mich erwischt. Der hat mich auch mal wieder vollkommen überrascht, der Gute. Oh, der soll bloß die teure Rüstung nicht kaputt machen. Hier, unser Hütchen fällt uns gleich vom Kopf. Ah, der kam mir jetzt nochmal in die Quere hier, der Gute. So. Jetzt mal wieder Richtung justieren. Dann sind wir auch gleich da am letzten Camp. Und dann können wir uns mal richtig aufs Bauen konzentrieren. Da freue ich mich auch schon drauf. Kommst ja nicht dazu, ne? Muss erstmal Technologien alle an Land holen. Ich meine, musst du nicht, kannst du erst nur Basebau machen. Ich dachte mir, ich hätte gern erst alles da. Ach so, warte mal. Wenn du sie schon dabei hast, dann isst doch auch mal was, bitte. Ach, 102 Gesundheit, das du mix, ne? Du kannst sogar, wow. Nochmal richtig erhöhen, das Ganze. Hat da bestimmt schon einer 200 Leben von euch. Wundern wird's mich nicht. Guck mal, hier sieht aus wie ein Schrebergarten. Kommst auch gleich von der richtigen Seite. Sehr gut. Scheint mir doch der Eingang zu sein hier vorne. Da müssten wir an sich nur noch nach Hause kommen. Da ist doch schon einer. Zwei. Moin. Ist ja wieder hier. Er ist ja wieder hier der Hakenschläger. Scheiße. Wo ist er denn hin und wo kommt der andere? Ah, hier, das ist Madame. Hey! Scheiße, ey, du ahnst dich nicht. Gut, dass du eine Rüstung anhast, sonst wär's, glaube ich, jetzt um dich geschehen. Alter, was ist denn los heute? Nicht mein Tag, ich blase ja hier durch. An Verbänden und Pfeilen, das ist ja nicht mehr feierlich. Junge, Junge, noch ein Pfeil, noch ein Pfeil. Ein, zwei habe ich jetzt schon wieder sonst wohin geknallt, die finde ich aber, glaube ich, jetzt so schnell nicht wieder. Lass mal stürmen. Hier mal ein Momentchen nicht aufpasst. Kann schon mal schief gehen. Scheiße. Das war ja wirklich echt knapp. Alter, sag mal. Nein.
Schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Alter. Drei Leben. Drei Leben. Ist doch nicht dein Ernst. Zu essen ist jetzt auch nicht mehr so viel dabei. Vielleicht. Also. Meine File-Skills sind heute unter aller Sau. Leute. Das kann echt nicht wahr sein. Rein in die Bude. Kein Bock hier noch mehr herzurennen. Erstens. So ein Schwein da. Tust mir aber nichts, ne? Du hast kein Wemmi mehr. Fünf Gesundheit, ey, da klapperst du wie hier rum. Was für eine zittrige Hand. Zeit, dass ich nach Hause von Ofen komme. Also hier sehe ich nichts, Leute. Jo, wir haben's. Der Ölsauger ist unser. Selbst wenn du jetzt stirbst. Alle Technologien zusammen. Spawnst ja höchstens wieder zu Hause. Dann hast du 5 Leben verloren. Machen wir uns nochmal 3 Stumix. Sind wir auch wieder bei 100. Das haben wir aber auf jeden Fall schon mal. Ich guck mal, dass ich trotzdem irgendwie heile nach Hause komme. Tja, ey, was für ein Drama. Stimmt denn mit dir nicht? Das hat gekostet. Ja, gut. Achso, das sind Steinpfeile. 7 Pfeile auch schon wieder gelassen. Naja, gut, was soll's. Wir haben alles zusammen. Ich mache mich in der Heimat. Wo musst du lang? Da so runter. Wieder so neblig, als wenn gleich hier wieder der nächste Wemby auftauchen würde. Junge, 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 ey. Brauch mir zu Hause erstmal eine Trainingspuppe auf. Schieß ein paar Mal drauf. Schleppst dich hier mit 5 Gesundheit nach Hause. Wenn das überhaupt nochmal was wird. So. Ja. So die Richtung sollte erstmal halbwegs passen. Ich marschiere mal eine Weile, ne? Wir sehen uns. Oh, Kartoffel. Wir sehen uns dann, wenn das nächste Mal entweder was passiert oder zu Hause am warmen Ofen. Da freue ich mich drauf. Und dann wird erstmal Schwung gebaut und gefarmt. Ich fürchte, da kommen wir nicht drum rum. Vielleicht kann ich ein bisschen Aluminium schon mal noch mitnehmen. Ich glaube, 20 brauchte ich für den Ölsauger. Und gleich nochmal was schmelzen, dann hätten wir schon genug da. Und den Rest kratzen wir dann auch noch zusammen, ne? Also, bis gleich. Bin ich denn hier schon wieder zum Teufel? Hoppla. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, woran ich jetzt gestorben bin. Bin hier ganz normal durch die Gegend spaziert. Vielleicht habe ich vergessen, mir einen Verband zu geben. Oder ich hatte... Aber Hunger hatte ich eigentlich nicht. Okay, aber mein Kram habe ich alles noch dabei. Wir sind zu Hause und ich habe 97 Leben. Das kriegen wir mit ein bisschen Stumix, aber auf jeden Fall wieder hin. naja, hatte ich eine schöne Abkürzung nach Hause, ist auch nicht verkehrt. Technologien sind alle da, ich freue mich. Passt. Guck mal, lass mal gleich ein bisschen Fisch angeln. Was sagen denn die Werte eigentlich an sich jetzt? Die sind alle so mittel. Puh,
alle drei Camps auf jeden Fall noch abgearbeitet. Du siehst mir nach einem leckeren Fisch aus. Ich mach gleich mal drei Stumix. Dann passt's wieder. So. Aha. Na? Können wir mit unserem dicken Fisch vorbeistechen. Ich weiß gar nicht, ob man das einstellen konnte. Ob man seine Klamotten verliert beim Sterben oder nicht. Wäre ja tatsächlich mal interessant zu wissen. Aber sowas hast du nicht wirklich eine Strafe, wenn du gut 5 Leben verlierst. Wir sind jetzt auch noch nicht so oft drauf gegangen. Ich denke mal, wenn du jetzt mal öfter das zeitliche segnest, dann brennt das schon. Wenn du nur noch 50 Leben oder so hast, aber... Eigentlich haben wir uns da recht gut noch geschlagen. Ups. Dann gleich wieder nachgearbeitet. Brennt hier der Ofen noch? Nee. Machen wir uns aber gleich mal an. Oder musst du auch Feuerholz holen. Beziehungsweise mal sammeln. Brauchen wir eh was noch für die Schmelzen? Damit wir Metall ran schaffen können. Gut, Aluminium ist jetzt natürlich nichts geworden. Weil, ne? Abkürzung nach Hause. Aber da ziehen wir gleich nochmal los. Das ist ja jetzt nicht weit und auch nicht schwer dran zu kommen. Puh. Na. So. So einiges wieder durchgemacht auf der Tour. Kurz mal ein bisschen aufräumen. Hatte ich hier Pfeile noch hier drin? Ja. Naja, so zur Not, wenn du mal wieder gar nichts hast, freust du dich auch über die Pfeile. Oh, ist auch tatsächlich schon düster. Wie spät haben wir denn? 10 Uhr abends. Das ist du Mix schon gut? Ja, gleich, ne? Dann hauen wir uns nochmal kräftig was rein. Wasser haben wir ja noch genug da. Kannst ja auch mal ein bisschen was ernten. Den haust schon mal weg. So. Peppeln wir uns mal wieder richtig auf. Und vor allem gucken wir jetzt mal, was brauchst du denn? Chemietisch tatsächlich auch. Für den Ölsauger brauchst du... Achso, für den brauchte man schon Elektrikteile, kann das sein? Nee. Tatsächlich noch nicht. Brauchst aber 100 Strom. Das heißt, wir bauen uns den Ölsauger. 8 Steine, 20 Barren. Okay, das brennt ein bisschen. Und 6 Mechanikteile muss er erstmal herstellen. Und noch eine Solar. Ein Solarmodul vielleicht. Das wäre ja schon mal ein Ziel. Wie viel Alubarren haben wir? Gerade mal 12. Echt? Ah, hier sind ja auch noch welche. 20, 23, also schon mal anfangen. Ne, warte mal, Sand. Hier, was ist das hier? Lohn. Müssen wir tatsächlich auch gleich nochmal was ernten. Hier war noch Wassermelone. Eine Kartoffel hast du auch abgeerntet. Ah, was machst du denn? Eins, so. Denn jetzt brauchen wir demnächst mal wieder die Beete. Melonen brauchst du. Und Mais auch für die Vitamine, ne? So,
dass wir hier wieder einmal komplett auf Stand sind. Das sieht schon mal gut aus. Kannst du zwei noch in deine Kiste packen. So. Die pflanzen wir dann auch gleich wieder an. Mal gucken. Bringen wir die alle rein? Ja, sieht gut aus. So, Mais. Ja, 8 Vitamine ist nicht verkehrt. Musste schon ganz schön was von wegzischen. Aber das passt schon. So, Rest hier rüber. Und dann pflanzen wir schnell wieder neu an. Jetzt der Mais. So, schon sind die Werte wieder in Ordnung. Und die Welt auch. Wir gucken mal, was wir dann hier schon so bauen können. Erstmal den Ölsauger. So. Sehr gut, das steht wieder. Jetzt ist du Mix fertig. Dann machen wir gleich den nächsten durch. Oh, ein bisschen Energie, klein wenig Durst. Da trinken wir nochmal einen Schluck. Alles andere passt. Wir können ja gleich auch schlafen. Nochmal ganz kurz, ne? Gucken hier. So, sonstiges. 4 Eisenbahnen, 8 kleine Steine. Ah, erstmal die Mechanikteile. Das wird ja schon. 6 waren das, glaube ich. Die waren an der verbesserten Werkbank. Sieht so aus. Jo. Oh Gott, dieser Rucksack. Der gefällt mir richtig gut. So, wir haben 6 mechanische Teile. Dann musste ich trotzdem ein bisschen leer machen. Oh, hier ist auch noch was drin. Ja, kannst du schon mal rausnehmen. Brauchst sowieso gleich. Und feuer da mal ein bisschen was nach. Brauchst eh den Platz im Inventar. So, ein Seil hier noch rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aufgeräumt aus erstmal. Aluminiumbahn als letztes, ne? Die sind dann, glaube ich, ein bisschen zu schwer für das, was... 8 Steine. 8. Gucken, wo wir das Ding überhaupt hinbauen können. So, 8 Steine habe ich. 4 Eisenbahnen und 20 Alu. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 9, 10, 12. 15. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich glaube, ich habe 18. Ich brauche immer noch 2. Schatz, kriege ich gar nicht alles ins Inventar hier. Okay, jetzt wird's tricky. So. Wir sind ja zu Hause, ne? Ganz gemütlich. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Ach so. Ja gut, dann müssen wir noch eine ganze Weile nach draußen schleichen. Sag mal. Wo stellst du denn das Ding hin? Anscheinend nur unten. Ja, nur unten an der Erde.
Hier vorne an der Ecke. Stell den mal dahin. Zack. Steht die Bude. Gibt es da nicht irgendwie eine Anzeige dran? Also mal eben gucken. Oder sieht hier von allen Seiten gleich aus? Okay. Der Ölsauger. Schlicht, aber gut. Dann bleibst du hier stehen. Ölsauger benutzen mit E. Strom an, aus. Wo hast du dich tatsächlich hier irgendwie ein bisschen verzählt? Ist egal. Aha. Dann lass uns gucken, dass wir nochmal oben Solarenergie dran basteln können. Das waren nochmal 4 Mechanikteile. 5 Aluminium, 4 Kupfer. Uiuiui, da wird es schon wieder knapp mit dem Eisen. 4 Mechanikteile. Reicht nicht, wir brauchen mehr Eisen. Fürchte ich. Jetzt haben wir noch 3 Barren. Und hier nichts mehr auf Kante. Und das sieht aber schlecht aus. Das sieht wirklich schlecht aus. Da werde ich vorher noch mal eine kleine Runde farmen müssen. Ich brauche mir nur mal einen Fisch. Und den mietst du durch. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal am nächsten Morgen quasi, ob wir das Ding jetzt zum Laufen bekommen mit 2 Solaranlagen oder ob wir die Batterie vorher auch noch brauchen. Chemietisch muss noch gebaut werden. Ich muss richtig viel Ressourcen ran schaffen. Vielleicht kriege ich das, mache ich da noch mal ein bisschen was vor der nächsten Folge, dass wir das Ganze dann zumindest gleich hinstellen können. Aber jetzt haben wir echt mal so einiges geschafft. Ich freue mich aufs Bauen. Und auf die nächste Runde The Infected mit euch. Hat es euch gefallen? Ne? Wie immer, ihr denkt an den Daumen. Und ja, macht es gut. Bis denne. Ciao. Und falls ihr euch fragt, ich habe ja mit dem Dach ein bisschen rumprobiert. Gucken wir uns beim nächsten Mal auch mal an. Tschüss.